gemeinsame Arbeit mit Philipp Bertenhof, einem Mitarbeiter von mir. Auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir leben in einem Zeitalter der Hyperglobalisierung. Hier sehen Sie den Anteil des Handels an der Produktion, an der Industrieproduktion. Und wir können hier, seit 1900, und wir können hier drei Phasen der Liberalisierung nach dem Zweiten Weltkrieg beobachten. Von 1950 bis 1980 gab es die erste Welle der Handelsliberalisierung und die betraf die Industrieländer. In den Industrieländern sanken im Zuge dieser Handelsliberalisierungen die Zölle von durchschnittlich 40% auf durchschnittlich 10%. Die zweite Welle war von 1980 bis 2009 und das betraf die Entwicklungsländer und da sanken die Zölle gleichermaßen von 38% auf 10%. Hier, das ist der effektive Zollsatz. Und die neue Periode begann seit 2009 und das ist die Periode, die ich hier mit Hyperglobalisierung benenne. Das ist die Periode, in der es zur Entstehung der internationalen Wertschöpfungsketten kam. Und diese Entstehung der internationalen Wertschöpfungsketten ist eine Reaktion auf eine Innovation, oder wenn Sie so wollen, eine Revolution im Transportwesen, die im Wesentlichen mit der Containerisierung einherging. Also wir hatten einerseits fallende Kommunikationskosten, aber die Containerisierung, wo praktisch der gesamte Fabriksabschnitt in einen Container gestellt wird und verschifft wird, das hat dazu geführt, dass also die Transportkosten wesentlich gefallen sind. Und dadurch entstanden diese internationalen Wertschöpfungsketten. Und wenn Sie sich diese Grafik ansehen, dann sehen Sie, wie steil die hochgegangen ist. Ja, hier beschreibe ich nochmals diese drei Wellen der Handelsliberalisierung. Aber das Neue ist, dass seit dem Jahr 2011 der Offenheitsgrad hier gemessen am Anteil des Welthandels am Weltbruttoinlandsprodukt nicht mehr steigt. Sie sehen also, seit 2011 ist diese Kurve flach. Und die Frage, die ich also jetzt stellen möchte, ist, warum wächst der Welthandel nicht mehr stärker als das Weltinlandsprodukt, so wie das in der Vergangenheit der Fall war? Und wir haben im Wesentlichen drei Erklärungen für die Verlangsamung des Welthandels. Die eine Erklärung ist, dass es zur Stagnation in den Wertschöpfungsketten gekommen ist, das sogenannte Reshoring. Die zweite Erklärung ist, dass der Welthandel deswegen weniger stark wächst als in der Vergangenheit, weil die Investitionen schwächer wachsen. Und die Investition in jene Nachfragekomponente ist, die besonders viele Importe initiiert. Die dritte Erklärung ist, dass China weggegangen ist von dem Exportmodell hin zum Konsum, dem Binnenmarkt, und dass diese neue Ausrichtung in der China-Politik, weil das Land eben so riesig ist, auch den Welthandel beeinflusst. Was ich also jetzt in diesem Vortrag machen werde, ist, ich werde mich jetzt auf die Erklärung der Wertschöpfungsketten als Erklärung für die Verlangsamung des Welthandels fokussieren. Und ich werde also jetzt die Frage stellen, finden wir tatsächlich Evidenz in den Daten, dass es zu sowas wie Rückverlagerung von den Billiglohnländern zu den reichen Entwicklungsländern, das nenne ich hier jetzt das Reshoring, gibt. Und hier sehen wir zunächst mal eine Grafik, die aus dem jüngsten Bericht der Weltbank stammt. Und hier sehen Sie die dunkelblaue Linie und die schwarze Linie, die messen Global Value Chains, GVC. Das ist ein Maß für diese Wertschöpfungsketten. Und aus dieser Grafik geht klar hervor, dass diese Expansion in den Wertschöpfungsketten seit 2011 zum Stillstand gekommen ist.
Ja, die Frage ist also, warum gibt es keine Expansion in den Wertschöpfungsketten mehr? Was ist passiert? Und da möchte ich eine Hypothese vorstellen und mit Daten dokumentieren, die lautet, dass wir es hier mit einer Wiederbelebung der Industrie in den reichen Industrieländern zu tun haben. Und diese Wiederbelebung der Industrie in den reichen Industrieländern ist getrieben durch die Digitalisierung. Also im Wesentlichen ist hier die Idee, dass wenn die Produktion roboterintensiver wird, dann spielen die Lohnkosten in der Produktion nur eine untergeordnete Rolle und dann kann die Produktion auch im Hochlohnland stattfinden, wodurch es zu einer Rückverlagerung der Produktion in die reichen Industrieländer kommt. Und mit dieser Hypothese möchte ich jetzt mit Daten betrachten und sehen, finden wir Evidenz dafür. Zunächst mal möchte ich schauen, welche Rolle spielen denn die Roboter in den Industrieländern? Sind die wichtig? Und hier haben wir also Grafiken für die reichen Industrieländer über die Roboterintensität in diesen Ländern. Die Roboterintensität wird hier gemessen als die Anzahl der Roboter pro 1000 Beschäftigten. Und was Sie also hier sehen, ist in der linken Grafik oben, sehen Sie die Länder, die am roboterintensivsten sind, dazu gehört zum Beispiel Deutschland, aber im Moment das roboterintensivste Land ist Korea. Und was auch interessant ist, ist, dass Japan, das ursprünglich das roboterintensivste Land war, zurückfährt, ihre Roboterintensität. Die Frage ist, warum das eigentlich stattfindet. Aber was jetzt hier interessant ist, ist, wenn wir hier von der Digitalisierung sprechen und damit die Roboter meinen, dann sehen wir, dass die Roboter kein neues Phänomen sind, sondern das ist schon seit Mitte der 90er Jahre, ist das ein Prozess, der im Gang ist. Also in Deutschland ist die Roboterintensität jetzt auf 4 Roboter pro 1000 Beschäftigte gestiegen und das Interessante ist, was kann man eigentlich von Japan lernen, weil dort ist die Roboterintensität zurückgegangen. Warum machen das die Japaner? Das möchte ich jetzt in den Raum stellen. Wir können dann vielleicht später darüber diskutieren, warum das der Fall ist. Eine weitere Sache, die interessant ist, ist diese Grafik hier unten. Weil diese Grafik hier unten zeigt, dass die USA und Frankreich Länder sind, wo die Roboterintensität gering ist. Das sind Nachzügler. Ja, weil die haben also im Durchschnitt 1,5 Roboter pro 1000 Beschäftigte. Also in all diesen Ländern ist die Roboterintensität gestiegen, aber die USA und Frankreich sind Nachzügler. Wie kann man eigentlich diese Differenz in der Roboterintensität erklären? Was könnte das treiben? Und ein Faktor, der das treiben kann, ist die Bedeutung der Autoindustrie. Weil wir sehen in dieser Grafik, dass in allen Ländern der größte Teil, nämlich rund 60% des gesamten Roboterstocks, Kapitalstocks, in der Autoindustrie eingesetzt wird. Also wenn ein Land eine bedeutende Autoindustrie hat, dann tendiert dieses Land auch, Roboter intensiver zu sein. Das stimmt nicht vollständig, weil wir ja gerade gesehen haben, dass in Frankreich und in den USA die Roboterintensität nicht so stark vorangekommen ist, aber für Deutschland ist das zum Beispiel sehr wichtig. So, und jetzt komme ich zu den Wertschöpfungsketten. Wie messen wir die Wertschöpfungsketten? Wir messen sie an den importierten Inputs, an den gesamten Inputs, die ein Sektor verwendet. Das wird unser Maß sein. Und die Idee ist, wenn Sie globale Wertschöpfungsketten haben, dann bedeutet das, dass Sie also Ihre Produktion in ein Billiglohnland verlagern, aber dann diesen Input, der jetzt im Billiglohnland produziert wird, importieren werden, um den weiteren Produktionsabschnitt abzuschließen. Das heißt also, je mehr Produktion verlagert wird, umso höher werden die Importe von Inputs sein. Und das wird jetzt unser Maß sein. Ja?
die Höhe der Importe von Inputs an den Gesamtinputs eines Sektors. Und wir werden Reshoring dann identifizieren, wenn dieser Anteil der importierten Inputs zurückgeht oder nicht mehr steigt. Und hier haben wir eine Grafik dafür. Hier sehen Sie einzelne Industrieländer, und das sind jetzt jene Industrieländer, für die Osteuropa die wichtigste Zielregion für dieses Offshoring sind, für diese Produktionsverlagerung sind. Also wir sehen in dieser Grafik, dass zwischen 1 und 5% der gesamten Importe, der gesamten Inputs importiert werden. Das Land mit dem höchsten importierten Inputanteil aus Osteuropa ist Österreich, gefolgt von Deutschland und Finnland und so weiter. Was auch interessant ist in dieser Grafik, sehen Sie, dass in manchen der Länder China Osteuropa als Zielland für Produktionsverlagerungen übernommen hat. Zum Beispiel also in England ist China wichtiger als Osteuropa als Zielland für das Offshoring, in den Niederlanden. Spanien und Frankreich sind auch dabei, wo China ein wichtigeres Zielland für die Produktionsverlagerungen sind. Und hier habe ich Ihnen die Länder angegeben, für die China das wichtigste Zielland ist für die Produktionsverlagerungen. Und da sehen Sie, dass also die USA, also für die USA ist das wichtig. Es ist auch wichtig für Korea am stärksten, aber auch Russland. Und was auch interessant ist, in dieser Grafik sehen Sie, dass das Reshoring, der Rückgang der importierten Inputs in China schon seit 2005 im Gang ist. Also China rückverlagert seine Produktion aus Indien und aus Indonesien. Und seit 2011 auch aus Osteuropa und Mexiko, Brasilien. So, die Frage, die sich stellt zunächst ist, wir haben gesehen, diese Kurven gehen alle bis 2011 hoch, also es kommt immer mehr Produktionsverlagerungen in diese Zielländer, Osteuropa und China. Und die Frage ist, obwohl in diesen Ländern die Löhne stark gestiegen sind, wird weiter verlagert. Und die Frage ist, wieso? Und eine mögliche Antwort dafür ist, dass in diesen Zielländern, und hier wollen wir die linke Grafik betrachten oben, da sehen Sie, dass die Roboterintensität in den mittelosteuropäischen Ländern, wie die Slowenien, die Slowakei, die Tschechische Republik, extrem gestiegen sind. Also die osteuropäischen Länder investieren aggressiv in die Roboterintensität. In diesen Ländern, die sind jetzt also in diesen drei Ländern, ist die Roboterintensität bei 2 Roboter pro 1000 Roboter, pro 1000 Beschäftigten. Und damit haben diese drei Länder eine stärkere Roboterintensität als die USA oder Frankreich. Also was jetzt diese Länder gemacht haben, also übrigens sieht man auch, dass China seit der Finanzkrise in 2011 auch massiv in die Roboterisierung geht. Allerdings ist das sehr viel geringer als in den anderen Ländern. Ja, also was da interessant ist dabei, ist, dass diese drei Mittel, also die osteuropäischen Länder, die ja heute schon zur EU gehören, dass diese Länder erfolgreich waren, der sogenannten Middle-Income-Trap zu entgehen. Das ist also die Falle von Entwicklungsländern, die ein mittleres Einkommen erzielen, dadurch die Löhne stark steigen und dann hören sie auf zu wachsen. Wenn ihr komparativer Vorteil, nämlich niedrige Löhne, wegfällt, dann fangen diese Länder an, nicht mehr zu wachsen. Das nennt man, also diesen Term hat die Weltbank definiert, das nennt man diese Middle Income Trap.
Und diese osteuropäischen Länder, die werden ja heute bei der OECD schon zu den reichen Industrieländern gezählt, die haben das erfolgreich vermieden, indem sie in die Roboterisierung gegangen sind. So, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Welche Rolle haben denn die Roboter bei den Wertschöpfungsketten? Ja? Haben die eine Rolle? Kann die Digitalisierung erklären, warum die Expansion in den Wertschöpfungsketten zum Stillstand gekommen sind? Und diese Grafik betrachtet diese Beziehung. An der horizontalen Achse haben wir eben die Roboter pro Wertschöpfung, nicht an der Anteil der Beschäftigten, sondern an der Wertschöpfung in Millionen US-Dollar. Auf der vertikalen Achse haben wir ein Maß, unser Maß für die Produktionsverlagerung, nämlich die importierten Inputs pro aus den Niedriglohnländern an den Gesamtinputs. Und wir betrachten jetzt zwei Perioden, nämlich die vor der Finanzkrise und nach der Finanzkrise. Und was wir sehen ist, dass es zwischen den Robotern und den Wertschöpfungsketten praktisch vor der Finanzkrise keine Beziehung gegeben hat. Die Beziehung war, gab es keine Korrelation. Nach der Finanzkrise gibt es eine negative Beziehung zwischen diesen beiden Variablen, die eben besagt, diese negative Beziehung besagt, dass je mehr ein Land roboterisiert, umso weniger verlagert es Produktion in das Niedriglohnland. Also eine klare Beziehung zwischen den Robotern und den Wertschöpfungsketten. Und wie groß ist hier der Einfluss? Und also hier betrachten wir die Europäische Union insgesamt und wir fragen, welche Bedeutung hat die eigene Roboterintensität für diese Produktionsverlagerung? Und die besagt, die Größenordnung hier ist, also wir sehen keine Beziehung vor der Finanzkrise und wir sehen eine Beziehung nach der Finanzkrise zwischen 2010 und 2014. Und dieser Wert hier sagt, wenn die Roboterintensität um einen Prozentpunkt, wenn die Wachstumsrate der Roboterintensität um einen Prozentpunkt steigt, dann sinkt die Wachstumsrate der Produktionsverlagerungen in das Billiglohnland um 0,8 Prozentpunkte. Also das ist kein kleiner Einfluss. Das Zweite, was wir sehen, und das ist der rote Balken, ist, dass wenn die Zielländer für die Produktionsverlagerungen, wenn die ihre Roboterintensität wenn die Wachstumsrate der Roboterintensität in den Zielländern um einen Prozentpunkt steigt, dann steigt die Wachstumsrate der Produktionsverlagerung auch um einen Prozentpunkt. Also Länder, die in die Roboterintensität investieren, können erfolgreich ihren Standort sozusagen verteidigen. Die Attraktivität des Standorts verteidigen, wenn sie durch steigende Löhne an Attraktivität, ihre Attraktivität bedroht ist. So, also jetzt haben wir festgestellt, dass das Reshoring, die Rückverlagerung der Produktion, tatsächlich in den aggregierten Daten zu sehen ist seit der Finanzkrise. Die Frage lautet daher, Ist das gut für die Arbeitsmärkte in den reichen Industrieländern? Weil jetzt kommt die Industrie zurück in die reichen Industrieländer. Wie wirkt sich das also jetzt auf die Arbeitsmärkte in den reichen Industrieländern aus? Und jetzt, das bringt mich zu meiner zweiten Hypothese, nämlich, dass die Digitalisierung, das sind intelligente Maschinen, und diese intelligenten Maschinen werden die intelligenten Menschen ersetzen, statt zu einem Zuwachs in der Nachfrage nach qualifizierten Menschen, nach Menschen mit Hochschulabschluss führen. Also das ist jetzt hier, die Hypothese hier lautet, die Digitalisierung ist eine kapitalbasierte Technologie
und nicht eine skillbasierte Technologie. Also dazu kann ich jetzt zunächst mal anekdotische Evidenz anführen. Also da gibt es eine intelligente Software, die nennt sich Narrative Science, Emma. Und das ist eine Software, die über Mustererkennung in Minutenschnelle einen Artikel schreibt. Ja? Diese Software, also das sind natürlich keine innovativen Artikel, das sind Artikel, die im Wesentlichen Zahlen zusammenfassen. Ja? Diese Artikel, genau, also das potenziell ersetzen solche eine Software Journalisten. Potenziell ersetzt so eine Software Finanzanalysten. Potenziell, dann gibt es die sogenannten Robberberater, das sind diese Robber-Advisors. Das ist eine Software, die entscheidet, ob man jetzt eine bestimmte, ob man verkauft oder kauft. Und die hat sogar den Vorteil, dass sie nicht wie der Mensch von Emotionen, Ängsten und Euphorie getrieben ist, sondern der Roboter hat keine Gefühle und wird vielleicht klüger am Investieren als ein Mensch. Dann gibt es eine Rechtsprechungssoftware. Diese Rechtsprechungssoftware, die sucht wieder über die Mustererkennung nach Präzedenzfällen in der Rechtsprechung. Und die ersetzt potenziell Rechtsanwälte, weil das ist eine Arbeit, die früher ein Rechtsanwalt mit Abschluss gemacht hat. Der hat dann vielleicht 2 Monate gebraucht, bis er diese Präzedenzfälle gefunden hat. Und diese Software macht das in Minutenschnelle. Analog gibt es eine Medizinsoftware, die in einer Weltbibliothek von Krankheiten nach Krankheiten sucht. Da können Sie sogar Bilder eingeben. Die sucht über die Mustererkennung, die diagnostiziert sie auch über Bilder, diagnostiziert sie Krankheiten. Und früher war es so, dass der Arzt, das was einen Arzt richtig ausgewiesen hat, war die Fähigkeit, richtig zu diagnostizieren. Und in diesem Fall macht das die Software. Also potenziell werden Ärzte dadurch ersetzt. Dann gibt es Online-Vorlesungen, die potenziell mich, die Professoren ersetzen. Ja? Ich meine, ich muss dazu sagen, das ist noch nicht vorangeschritten im Reich. Das hängt damit zusammen, weil es natürlich an der Zertifizierung von diesen Titeln, darauf kommt es an, nicht? Also, und das ist also ein Online-Titel, der ist heute noch nicht so zertifiziert, dass er sich so etabliert, dass die Leute da, aber in Zukunft wird das vielleicht so sein. Dann wird jemand sozusagen statt in München an der Harvard-Universität einen Online-Kurs oder mehrere Kurse, also einen Hochschulabschluss machen. Und wenn der etabliert ist, dann wird der vielleicht attraktiver sein als die Universität München. Ja? Das ist aber jetzt, das sind jetzt noch Spekulationen, aber es ist eben so, die Digitalisierung. Das sind intelligente Maschinen, die im Wesentlichen die Brains, also wenn man von der industriellen Revolution gesprochen hat, dann hat die körperliche Kraft, die Pferde sind durch die Autos ersetzt worden, ja? Also da ging es um physische Kraft. Aber in dieser Welle der Revolution, in der wir uns befinden, das macht nicht Halt vor den qualifizierten Arbeitskräften. Also bisher ist in der akademischen Literatur ist die Informationstechnologie als eine skillbasierte Technologie angesehen worden. Ja? Was bedeutet das? Eine skillbasierte Technologie ist eine Technologie, die immer mehr, je mehr die Technologie voranschreitet, umso mehr hochqualifizierte Leute, umso mehr Akademiker werden nachgefragt. Also dass in der skillbasierten Technologie sind die Technologie und die Skills sind Komplemente, die ersetzen einander. Und wenn diese skillbasierte Technologie richtig ist, wenn diese Perspektive richtig ist, dann würden wir erwarten, dass wir sehen, dass es zu einem Anstieg in der Skillprämie kommt. Was ist die Skillprämie? Die Skillprämie ist der Ertrag auf einen Hochschulabschluss relativ zu einem Abiturienten.
Also das ist die Prämie, die Sie dafür bekommen, dass Sie einen Hochschulabschluss haben. Ja? Und wenn jetzt diese Technologie besonders Akademiker nachfragt, weil sie eben Komplemente sind, dann sollten wir einen Anstieg in dieser Skillprämie beobachten. Und das können wir ja uns in Zahlen anschauen. Sehen wir das? Und diese Grafik macht das. Also wir haben jetzt ausgewählte reiche Industrieländer und hier ist zum Beispiel auffällig für die USA, dass das in der Tat, dass diese skillbasierte Technologie-Perspektive für die USA stimmt. Nicht? Also was sehen wir? Die blaue Linie gibt, das sind Stundenlöhne für verschiedene Bildungsebenen und die blaue Linie gibt Ihnen an, den Stundenlohn für, den Stundenlohn für einen Hochschulabsolventen. Die rote Linie gibt Ihnen den Stundenlohn für einen Abiturienten und die grüne Linie gibt Ihnen den Stundenlohn für einen Pflichtschulabsolventen an. Und die skillbasierte Technologie-Hypothese sollte eigentlich diese Spreizung zwischen diesen Entwicklungsebenen, das sollte man sehen und wir sehen es für die USA, wir sehen es aber nicht mehr. Ja? Vielleicht in den letzten 5 Jahren in Deutschland. Aber sonst ist die blaue Linie in der Regel unter den anderen Linien. Also wir können zusammenfassen, dass man in Deutschland, dass die Skillprämie in Europa sinkt, mit Ausnahme vielleicht Deutschland seit 2005. Und das muss ich jetzt also auslassen, ich hab nicht so viel Zeit. Die Frage ist also, warum sinkt die Skillprämie? Es gibt also zwei Möglichkeiten, warum das Skillprämie sinkt. Erstens, die Nachfrage nach Akademikern sinkt, das ist eben die Hypothese des kapitalbasierten Technologie. Oder das Angebot an Akademikern wächst zu rasch, relativ zu dem, was die Technologie an Nachfrage für diese Akademiker hat. Und wir wollen uns jetzt beide Seiten anschauen, die Nachfrageseite, die kapitalbasierte Technologie. Was bedeutet das? Dass die Produktion immer kapitalintensiver wird, je stärker die Technologie eingesetzt wird, umso weniger gibt es Nachfrage nach Akademikern. Und das ist also jetzt potenziell diese Technologie, die also die ganzen Berufsgruppen ersetzt, potenziell, die ich ja schon angegeben habe. Welche Evidenz haben wir für diese? Und die wichtigste Evidenz, dass die Digitalisierung eine kapitalbasierte Technologie ist eine Arbeit von den beiden Autoren Karabarbonis und Neimann, die ist im Quarterly Journal of Economics erschienen, und die zeigen, dass 50% des Verfalls in der Lohnquote, die Lohnquote misst den Anteil der Lohneinkommen am Volkseinkommen. Also dass 50% des Verfalls der Lohnquote durch niedrige Preise für Informationstechnologie verursacht wird. Ja? Und das ist ja interessant. Nicht? Die Lohnquote ist ein Phänomen, das seit Mitte der 80er Jahre sinkt die Lohnquote. Hier habe ich sie aufgeführt. Die rote Linie gibt Ihnen die Lohnquote zum Beispiel in der OECD an. Auf der rechten Balken sehen Sie die Größenordnung. Also das ist irgendwie gesunken von der Größenordnung von 65% auf 56%. Und früher hat es eine Regel gegeben, nicht? Die Lohnquote. Die Regel lautete, 70% des Einkommens geht auf die Arbeitseinkommen und 30% gehen auf die Kapitaleinkommen. Der Herr Keynes hat das die goldene Regel der Produktion genannt. Also die gilt nicht mehr. Und was hier jetzt eine treibende Kraft für diesen Verfall an der Lohnquote ist, ist diese Informationstechnik. Dann haben wir steigende Arbeitslosenraten, insbesondere für Leute mit akademischer Ausbildung, insbesondere unter den Jungen. Wir sehen es in Deutschland nicht, aber in anderen europäischen Ländern sehen wir das. Jetzt komme ich zur Angebotsseite. Die Hochschulexpansion. Also die Angebotsseite sagt jetzt, wie viele Akademiker werden produziert pro Jahr. Und die Hochschulexpansion in Europa war vielleicht stärker als die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts. Und deswegen ist es dazu gekommen, dass die Skillprämie sinkt.
Und es gibt eine berühmte Arbeit von den beiden Harvard-Ökonomen Goldin und Katz. Die haben diesen Wettbewerb zwischen der Bildung und der Technologie angegeben. Und die haben eben gezeigt, dass für die USA die Skillprämie in den 80er und den 90er Jahren so stark gestiegen ist, weil die Hochschulexpansion ein bisschen zum Stillstand gekommen ist. Und was ich also jetzt hier als Hypothese vorstelle, ist, dass vielleicht das Umgekehrte in Europa passiert ist. Dass nämlich die Hochschulexpansion stärker gestiegen ist als die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts. Und das ist der Grund, warum die Skillprämie sinkt in Europa. Und hier zeige ich Ihnen, hier habe ich also Evidenz dafür, das ist hier der Anteil der Bevölkerung mit einem akademischen Grad. Und hier sehen Sie, dass die, mit Ausnahme von Deutschland und USA, ist die Hochschulexpansion dramatisch angestiegen. Ja, dramatisch angestiegen, zwischen 60% und 250% ist der Anteil der Beschäftigten mit Akademikern in Europa gestiegen. Und meine Frage also ist, kämpfen wir die falsche Schlacht? Also ist diese massive Expansion, es wird ja auch in Europa sehr stark populär bei der Europäischen Kommission, Education, 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 Bildung, 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 das ist das Mittel gegen die Globalisierung, gegen den Aufstieg von China. Wir müssen also in Bildung investieren. Und was also jetzt, wenn jetzt aber die Technologie tendenziell eine Technologie ist, die hochqualifizierte Arbeitskraft ersetzt, dann ist das vielleicht der falsche Weg. Also meine These, die ich mit Ihnen jetzt hier, ja, also die Knappheit an Humankapital und Talenten ist möglicherweise ein Phänomen der Vergangenheit. Und mehr Bildung mag vielleicht der falsche Weg sein, um sich dieser neuen Welt zu stellen. Dankeschön.